herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Ich habe heute einen Gast, den ich eigentlich schon lange hier haben wollte. Es hat aber länger nicht geklappt. Und heute hat sich Niklas ja netterweise die Zeit genommen an seinem freien Tag und ist zu mir gekommen. Als ihr Niklas noch nicht kennt, ich würde ihm selbst die Vorstellung überlassen. Magst du kurz sagen, woher kennt man dich? Ja. Ja, was machst du so? Also wir kennen uns, weil wir alte Arbeitskollegen sind. Genau. Wir haben 2018 zusammengearbeitet und dann so lange wie du eben noch bei OneFootball warst. Und da arbeite ich aktuell immer noch. Ich bin ab erst hinter der Kamera angefangen oder eigentlich mal das, sondern einfach in der App als Schreiber. Und mittlerweile bin ich auch öfters mal auf dem YouTube-Kanal zu sehen, eigentlich wöchentlich. Und sonst spiele ich FIFA und streame noch ein bisschen auf Twitch, schreibe ein paar Sachen auf Twitter. Und hier und da hat der eine mich vielleicht schon mal gesehen. Mehr ist es eigentlich nicht. Aber. Naja, und vom Podcast, oder? Könnte man nicht auch. Stimmt, sehen. Wir machen noch, ja, ganz vergessen. Du machst bessere Promo als ich. Ja, Nico, auch von OneFootball und ich haben einen Podcast zusammen, 50 plus 2, wo wir unter anderem Bundesliga-Rückblick machen, Champions League-Rückblick, solche Sachen eben, ja. Genau, erscheint wöchentlich, oder? Genau, wir machen wöchentlich 2 Folgen im Regelfall. Normalerweise donnerstags und sonntags, ja. Ja, cool. Also ich verlinke euch alles zu Niklas natürlich in der Infobox. Genau, wir kennen uns, weil wir zusammen gearbeitet haben. Wir waren beide Content-Editor, Redakteure, wie auch immer, im deutschen Team und hat viel Spaß gemacht. Machst du das denn eigentlich noch? Oder? Ich mach das noch, ja. Also ist bei mir so eine 50-50-Aufteilung gerade, dass ich quasi die Hälfte im Videoteam bin, die Hälfte noch für die App arbeite, aber ich bin ab und an noch im normalen Schichtbetrieb im Einsatz, ja. Ja, das ist ja auch ganz schön, oder? Gerade mit den Kollegen war das halt immer echt auch witzig, so Champions League-Abende oder so, wenn dann halt, da sitzt dann ein Italiener und eine Spanierin und ein Brasilianer und man guckt zusammen, das ist eigentlich schon immer... Es ist nicht mehr ganz dasselbe, weil das halt durch die Umstände, die wir alle kennen, so ein bisschen verloren gegangen ist, aber zu seiner Hochzeit war das echt, hat das Bock gemacht auf jeden Fall. Diese Abende mit einer bunten Redaktion zusammen Champions League gucken, das war schon eine gute Zeit auf jeden Fall. Ja. Ja. Für viele natürlich auch ein Traumjob, muss man sagen, über Fußball zu sprechen und dafür bezahlt zu werden. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann sagen, also man ist irgendwann satt, was Spätdienste und Wochenenddienste angeht, so ein bisschen. Also das ist dann irgendwann, denkt man, ja, es ist zwar cool, aber ich hätte es auch gerne mal frei. Aber an sich macht es schon Spaß auf jeden Fall. Ja, ja, total. Wir wollen heute einfach ein bisschen zusammen über Fußball quatschen. Ja. Gar nichts, was irgendwie speziell. Mir sind ein paar Sachen im Kopf natürlich, die ich gerne mit Niklas besprechen würde. Und ich würde natürlich gleich mal mit dem größten, sperrigsten Thema anfangen. Und zwar ist das die WM in Katar. Da gab es ja jetzt kürzlich, um euch nochmal in das Thema zu holen, es ist ja insgesamt ein sehr kritisches Thema. Also viele sprechen sich kritisch der WM nächstes Jahr eben gegenüber aus. Und jetzt kamen in letzter Zeit wieder einige News dazu, unter anderem Amnesty International hat wieder darauf aufmerksam gemacht, dass die Reformen, die letztes Jahr beschlossen wurden, eben nicht richtig durchgesetzt werden bislang, dass gerade Gastarbeiter immer noch sehr ausgebeutet werden, dass die Zustände sich nicht verbessert haben. Und dann gab es jetzt ja gestern eben auf der Hauptversammlung des FC Bayern auch wieder so einen kleinen Skandal, weil eben ja dieser Antrag gestellt wurde von einem Mitglied, dass man eben dieses Sponsoring von Qatar Airways doch gerne auslaufen lassen soll. Hast du die Hauptversammlung irgendwie ein bisschen verfolgt oder hast du da eine Meinung? Nicht live, ich habe Auszüge gesehen und News drüber gelesen. Erstmal finde ich, ich muss immer wieder sagen, der FC Bayern hat schon eine stabile Fanbase so im Kern. Also es fällt immer wieder auf, auch gerade bei sozialen Themen oder bei politisierten Themen, dass die da echt oft Haltung beziehen und auch in einer Art und Weise, die ich auch selber unterstütze und nachvollziehen kann. Ja. Und das ist hier, glaube ich, auch der Fall. Also es gab ja dann diese Präsidiumsabstimmung oder diese Abstimmung über diesen einen Absatz zu den Menschenrechten, Und das Präsidium dagegen gestimmt hat. Die hatten, muss man dazu sagen, glaube ich, auch einen eigenen Vorschlag eingereicht, für den sie gestimmt hatten. Deswegen, das war jetzt symbolisch einfach unglücklich. Aber diese ganze Zusammenarbeit, das finde ich, ist halt auch, also die muss einem Bauchschmerzen bereiten. Glaube ich, kommt man nicht drum herum. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass da die aktive Fanszene nicht locker lässt und einfach an dem Thema dranbleibt. Weil nur über die Art von Druck und Kritik von innen heraus kannst du halt wirklich auch, wenn du überhaupt was bewegen kannst, dann wahrscheinlich so. Ja, also ich weiß noch, als rauskam, dass Katar eben der nächste WM-Standort wird, habe ich mir damals geschworen, dass ich das beruflich nicht covern will. Ich habe jetzt aber das Privileg, wenn man es so nennen will, dass ich es auch nicht covern muss. Wie ist es jetzt bei dir? Du wirst wahrscheinlich nicht drum herum kommen.
Nee, glaube ich auch nicht. Ja. Das ist, glaube ich, utopisch. Also es ist Wunschszenario und auch, dass die WM boykottiert wird, ist und bleibt Wunschszenario. Man muss, glaube ich, mittlerweile sich damit arrangieren, dass dieses Turnier dort stattfinden wird. Da, glaube ich, führt kein Weg dran vorbei. Ich sehe auch nicht, dass es irgendeinen prominenten Teilnehmer gibt, der jetzt noch davon abspringt und sagt, wir spielen nicht mit. Man kann nur hoffen, dass möglichst viele Landesverbände das nutzen oder zumindest das Vor-Ort-Sein nutzen, um nicht einfach nur still zu sein und mitzuspielen, sondern im Idealfall auch ihre Bühne nutzen für ein bisschen Kritik und irgendwie auch das zum Ausdruck zu bringen, dass man nur bedingt damit glücklich ist, wo dieses Turnier stattfindet. Aber ich glaube nicht, dass ich, also bei Fußball ist die Branche, über die ich rede, das ist eine Weltmeisterschaft, das ist das größte Event, was es im Fußball gibt. Es ist leider so, dass ich nicht glaube, dass es sich verhindern lassen wird, darüber zu sprechen, ja. Ja, es gibt ja ganz spannende Ansätze, wie manche Landesverbände damit umgehen. Hast du ja gerade schon kurz angesprochen. Norwegen beispielsweise, die haben sich jetzt nicht qualifiziert, aber die hatten im Vornherein ja abstimmen lassen darüber. Da haben sich dann aber die meisten Leute dafür ausgesprochen. Dänemark, du bist ja halber Halb Däne, den, ja. genau, sind ja eh oft in vielen Sachen sehr progressiv unterwegs, finde ich, Skandinavien allgemein, also natürlich nicht alle Themen, aber Ja, die dänische Politik hat schon ein paar Rollen rückwärts gemacht in den letzten Jahren, ja. aber das Klischee des progressiven Nordens, das lebt zumindest noch ein bisschen, ja. Ja, also zumindest jetzt in der Debatte oder in Aber dieser also hat sich die Thematik. Mannschaft, der Verband auf jeden Fall, zumindest im Verhältnis zu anderen Verbänden, relativ offen positioniert und auch Genau. den. Ich kann ja mal ein paar Punkte nennen. Also zum einen sollen die Fans vorher, bevor sie ein Ticket für diese WM kaufen, Ja. aufgeklärt werden über die Zustände, die eben in Katar herrschen. Dann sollen da Hotels ausgewählt werden für Mitarbeiter und Spieler, die vorher abgeklärt wurden, auch mit Amnesty International, dass die eben nicht Menschenrechtsverletzungen und auch Arbeitsrechte sozusagen ja, befolgen. Ja. Und allgemein sollen weniger Leute nach Katar geschickt werden und es werden nur Veranstaltungen besucht von dem Team, die rein sportlich sind. Also Ja. keine Sponsoring, keine Werbung für Katar Ja. machen. Und eben zwei Sponsoren, Trikotsponsoren haben ihren Platz irgendwie freigegeben. Ja. Sollen da drauf dann irgendwelche Messages kommen? Weil da Das hatte ich weiß ich noch auch nicht was genau, aber ich gehört. glaube, es geht so in die Richtung, dass da irgendwas, dass die Trikotfläche genutzt werden soll für irgendeine Art von Botschaft. Was dann im Detail geplant ist, weiß ich nicht, aber ich weiß nur, dass eben Trikotsponsoren gesagt haben, wir geben das quasi frei, wir geben Genau. die Fläche frei. Ja, ist glaube ich im Rahmen der Möglichkeiten, die noch bleiben als qualifiziertes Team, ist es ein guter Weg. Und ich glaube, also da sind sich die allermeisten einig, dass glaube ich, man froh wäre, wenn dieses Turnier in der Form so nicht stattfinden würde. Ich finde es ein bisschen schwierig jetzt, wenn im Endeffekt die Aufgabe, sich moralisch integer zu verhalten, nach unten delegiert wird ans kleinste Glied. Also, wenn jetzt dann auf den einzelnen Konsumenten das abgeladen wird oder eben auf Leute, die irgendwie in irgendeiner Form beruflich davon abhängen, auf medialer Ebene zum Beispiel. Also, ich finde, die Hauptverantwortlichen, die das hätten tragen müssen oder da hätten was tun müssen, das ist auf Verbandsebene, auf Profi-Ebene. Deswegen, also ich. Kann auch, also ich verstehe jeden Privaten, der sagt, ich boykottiere die WM. Ich finde es, glaube ich, fände es auch, glaube ich, sogar besser, wenn man sich dazu entscheidet. Ja. Aber ich finde es immer schwierig, die also Konsumkritik komplett auf individueller Basis zu machen und über den Einzelnen zu sprechen, anstatt die Struktur dahinter irgendwie anzugehen. Das stimmt natürlich. Andererseits glaube ich, wenn viele nicht gucken und die Einschaltquoten bescheiden sind, dann wird es natürlich auch irgendwie einen Backlash Ja. geben. So. Aber das ist ja wie bei vielen Sachen. Es kann eigentlich nicht sein, dass das ist ja wie bei der Politik. Da sagt man ja auch oft, eigentlich müssen Gesetze gemacht werden und darauf kann man sich dann berufen und nicht Ja. andersrum. Leider geht es ja um viel Geld, wie so oft im Profifußball. Die größte Hoffnung, die man haben kann, ist, dass dieser ganze Weg zu diesem Turnier, der ja, glaube ich, auch für, also hoffe ich zumindest, für die FIFA und für alle anderen mit sehr unschönen oder unangenehmen Nebengeräuschen verbunden war, dass es zumindest ausreicht, um zu sagen, ey, wir überlegen uns das nächste Mal dreimal, wo diese Turniere hingehen und für wen wir stimmen. Also ich hoffe, dass es dann für die nächsten Turniervergaben irgendwie einen positiven Einschlag gibt. Aber ja. Ja, falls euch das Thema interessiert, kann ich euch auch sehr den YouTube-Kanal von Flo ans Herz legen, weil der beschäftigt sich auch ganz viel mit dem Thema Katar. Da gibt es ein paar gute Videos zu sehen. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter. Wie hast du denn die Verpflichtung von Ralf Rangnick wahrgenommen? Oder warst du überrascht? Ich habe gerade noch einen Podcast gehört von One Football, von den englischen Jungs. Das war witzig, weil ich die Folge angehört habe, bevor bekannt war, wer jetzt Ja. Interimscoach wird.
Und da haben sie so ein bisschen rumgeraten und einer der Kollegen lag tatsächlich richtig, Alex. Hat dich überrascht? Oder wie verfolgst du überhaupt die Premier League aktuell? Ja, doch. Also ich kann tatsächlich sagen, dass ich auch in 16 Radioverbot auch den Namen Rangnick noch in den Raum geworfen hatte, bevor es dann tatsächlich offiziell wurde. Ich hätte jetzt aber einfach nur als für mich potenzielle Ideallösung nicht geglaubt, dass es wirklich dazu kommt, weil er, glaube ich, schon mal gesagt hat, als es um einen Chelsea-Job ging, dass er sich selbst nicht als Interimstrainer sehen würde. Ich glaube, was hier den springenden Unterschied macht, ist, dass er dann danach hereinrückt in so eine beratende Funktion nochmal für 2 Jahre. Ja. Das, glaube ich, macht hier den Unterschied. Ich wüsste gerne, was das konkret bedeutet, dieses Beraterding. Ob das quasi dasselbe ist, was Matthias Sammer für den BVB macht oder wie nah der dann an den Entscheidungsprozessen dran ist. Weil ich glaube, je mehr Gewicht das Wort von Ralf Rangnick in den nächsten Jahren bei United hat, desto besser ist es wahrscheinlich für diesen Verein. Weil was da Ewigkeiten gefehlt hat, ist auf oberhalb der Trainerebene eine Person mit unbeschrittener sportlicher Fachkompetenz. Da war einfach seit Jahren ein Vakuum. Und das kann, glaube ich, Ralf Rangnick auf jeden Fall füllen. Mal schauen, wie es jetzt als Trainer laufen wird. Das ist, glaube ich, die von seinen Aufgaben die erstmal schwierigere, weil diese Mannschaft auch arg unausgewogen ist und es, glaube ich, ein relativ schwieriges Puzzle ist, die ans Laufen zu bringen. Aber aus United-Sicht und auch als jemand, der mit dem Verein eigentlich sympathisiert, ist, glaube ich, Ralf Rangnick mit das Beste, was da passieren konnte. Ja, also seine Kompetenz, glaube ich, zweifelt niemand an. Und er ist ja eigentlich der Urvater des modernen deutschen Fußballs. Du kannst ja quasi wie so eine Art Stammbaum von ihm zu allen möglichen Trainern ziehen, die von ihm und seiner Philosophie beeinflusst waren. Ja, und Leipzig also, gerade auch maßgeblich geprägt. Es ist ja eh ganz interessant, weil jetzt irgendwie gerade so eine deutsche Trainerwelle in England, ich meine, es gab immer irgendwie in den letzten Jahren gute deutsche Trainer, die auch in England waren, aber jetzt gerade hat man ja echt so die großen Clubs, Liverpool, United, Chelsea, alles Deutsche. Wir übernehmen die Insel. Also, das spricht ja mehrheitlich dafür, dass hier einfach dass hier gute Trainerausbildung gemacht wird, dass hier gute Trainer herkommen, dass diesbezüglich das System funktioniert. Wir haben ja jetzt auch einen Julian Nagelsmann, der jetzt die Bayern trainiert, der aber genauso gut sicherlich auch einen englischen Spitzenclub hätte führen können und das vielleicht auch mal irgendwann in seiner Karriere auch noch tun wird, je nachdem, wie lange er in München bleibt. Aber ja, es ist einfach eine hohe Dichte an sehr guten Trainern. Nicht nur aus Deutschland, sondern generell deutschsprachige Trainer, würde ich sagen. Weil wenn man das noch erweitert und dann noch Ralf Hasenhüttl mit reinnimmt aus Österreich. Hier in Deutschland haben wir jetzt Adi Hütter und Oliver Glasner. Also viele deutschsprachige, hochklassige Trainer, die aktuell so unterwegs sind. Ja, auf jeden Fall. Jetzt auf die Bundesliga will ich natürlich auch noch ein bisschen eingehen. Da bist du ja eigentlich Experte. Ja, mutmaßlich. Ja. Wie ist es denn? Also Dortmund ist jetzt ja wieder recht nah rangekommen an Bayern. Freiburg ist immer noch auch so im Dunstkreis zumindest. Glaubst du denn dieses Jahr, wir haben ja früher diese Predictions mal gemacht, vor der Saison, macht ihr die noch? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe sie länger nicht gesehen. Saisonprognose wird, glaube ich, noch in irgendeiner, haben wir diese eine gemacht, Pokal auf jeden Fall. Normalerweise machen wir noch. Was wir nicht mehr machen, da hatten wir ganz früher mal diese Monatsprognosen. Da warst du auch noch dabei, als wir die Manfred Predictions gemacht haben. Ja, genau. Die machen wir nicht mehr, aber ich meine, so eine große allgemeine wird zumindest noch gemacht, ja. Würdest du da jetzt aktuell noch mit den Bayern gehen oder wie ist dein Bauchgefühl? Also ich glaube, das, was wir da gerade an der Spitze sehen, ist eine reine Scheinspannung. Mhm. Also ja, Jeder wünscht sich's anders, oder? Natürlich wünscht sich jeder anders, aber. Also Dortmund ist so auf dem Papier nur diesen einen Punkt weg, aber wie sie dort hingekommen sind in diese Position, das können sich die allerwenigsten erklären, weil halt nicht mal alle Dortmunder so wirklich, weil das fußballerisch über weite Strecken limitiert und bescheiden war. Ja, hatten wir jetzt auch in der Champions League. In der Champions League auch gesehen, dass die Mannschaft absolut, europäisches Mittelmaß einfach aktuell ist und nicht mehr. Deswegen, das sieht nicht aus wie eine Mannschaft, die über 34 Spieltage ernsthaft den FC Bayern in Gefahr bringen kann, glaube ich nicht. Und dahinter ist niemand. Freiburg ist cool, ist eine schöne Story und wenn die am Ende vielleicht unter den Top 6 landen, dann freut mich das auch mega, aber das ist ja keine Mannschaft, die jetzt irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holen muss in Sachen Meisterschaftsspannung. Nee, eh nicht und man muss auch sagen, das ist ja auch ein junges Team und kann man jetzt auch nicht, wenn man sich die Namen anschaut, natürlich mit Bayern vergleichen oder auch mit Dortmund oder Leipzig. Die holen ja eh schon das Maximum raus und sind derzeit auf dem 3. Platz so. Ich finde es auch total die schöne Story und auch, dass irgendwie Christian Streich mag ja irgendwie auch jeder, oder? Also ich kenne niemanden, der Freiburg oder Streich nicht mag. Nee, also vielleicht Stuttgarter oder so, wenn es so ein Lokal ist. Er ist schon so ein Everybody's Darling. Ja. Es ist so dieses Ding, da bin ich auch, glaube ich, ein bisschen stolz dran, dass ich so eine Rest-Edgy-Haltung in mir habe, dass wenn etwas
zu sehr abgekultet wird, dass es dann irgendwann fast schon anfängt, so ein bisschen zu nerven, ein bisschen viel zu werden. Also gefühlt wird jetzt so getan, als ob jede seiner PK-Aussagen irgendwie eine Art Konfuzius-Weisheit ist. Ja. Aber overall ist er schon ein sehr stabiler Typ auf jeden Fall. Ja, und er bleibt sich halt treu, finde ich. Also ich habe nie das Gefühl, dass er sich verstellt oder verbiegt Nee, er ist eine absolut authentische Person. Ja, 100%. Genau. Entweder man mag ihn halt dann oder halt nicht, aber die meisten scheinen ihn Nee, nicht. und ich mag ihn auch. Ich finde, da gibt es wenig Grundlage dafür zu sagen, der Typ ist unsympathisch. Also auf jeden Okay, Fall. also das heißt, du sagst, eigentlich ist die Meisterschaft schon wieder gelaufen. Ja, das kannst du mich nächstes Jahr fragen und ja darauf auf, dann werde ich es auch sagen. Weil Ich habe immer, ich weiß nicht, ich habe immer so gesagt, ja, nee, vielleicht ja mal das oder das Team. Ich habe mich immer versucht, so rauszuwagen, weil ich mir dachte, das ist doch langweilig, wenn jeder jetzt seit 2 Jahren. Ja, Ist natürlich also der sichere Pick, aber. kann man aus Zweckoptimismus machen, Ja, aber ja. ich glaube, mit dem Trainer, den sie geholt haben, jetzt kriegen sie ja dieses Impfproblem, was ja so ein bisschen gebrodelt hat, oder nicht nur ein bisschen hat gebrodelt, ja anscheinend auch in den Griff. Sportlich ist diese Mannschaft so weit weg von allen in der Bundesliga. Also ich glaube, wenn ihr mir dann sagen würde, darauf wetten, dass Bayern die nächsten 5 Jahre in Folge Meister wird, würde ich sagen, ja klar, mach. Also Wie ist es, du hast es gerade kurz angesprochen, Impfpflicht. Wie siehst du das allgemein im Sport? Ich meine, betrifft ja nicht nur den Fußball, sondern viele andere Sportarten auch. Findest du gerade auch Verantwortung vielleicht gegenüber Mitspielern? Ich meine, die Bayern haben es eigentlich ganz, finde ich, ganz elegant gelöst mit dieser Geldstrafe. Also der wird ja nicht bezahlt, wenn du nicht erscheinst. So. Das finde ich ganz gut, weil das spiegelt ja auch ganz gut wider, wie es jetzt in allen anderen Jobs laufen soll zukünftig. In Italien ist es ja auch schon so, dass du 3G brauchst und wenn du halt nicht erscheinen kannst, dann wirst du halt unbezahlter Urlaub sozusagen. Boah, das ist so ein schwieriges Thema, weil das auch direkt wieder überschwappt in grundsätzlichere Fragen, die so ein bisschen größer als Fußball sind. Also Klar. die Kernfrage ist ja, ob ein Staat dazu verpflichten kann, dass ein Mensch etwas letztendlich, also auch wenn ich der Meinung bin, dass es vollkommen harmlos ist und absolut richtig ist, sich zu impfen zu lassen, und ich selbst auch geimpft bin, mich auch boostern lassen werde, selbstverständlich finde ich das Konzept, also ich tue mir aber schwer damit zu sagen, ich möchte das einer Autorität zugestehen, entscheiden zu können, wer was in sich im Endeffekt spritzen lässt, um es mal blöd zu sagen. Deswegen, also ich glaube, zieht die Schnüre ruhig eng. Macht es so schwer wie möglich, setzt Genau. feste Regularien, straft es ab, wenn die fehlen. Aber den letzten Schritt zur Pflicht im Sport finde ich jetzt ein bisschen schwer zu gehen. Ich glaube, man muss es einfach so unangenehm wie möglich machen, ungeimpfter Profisportler zu sein. Das ist, glaube ich, für mich so der bestmögliche Weg aktuell. Ja, sehe ich ähnlich und das, ich bin ja auch im American Football sehr drinnen und da gab es ja jetzt auch Skandale von Falschaussagen. Aaron Rodgers beispielsweise, der irgendwie gesagt hat, er ist immunisiert und dann kam raus, er ist gar nicht geimpft, sondern er hat sich irgendwelche komischen Pferdeentwurmungsmittel genommen. Ich fand dann schlussendlich die Geldstrafe extrem niedrig. Ich glaube, er musste irgendwie 20.000 oder sowas zahlen. Also wirklich fast nichts, da lacht er drüber. Da finde ich, muss ich sagen, finde ich jetzt die Bayern schon wieder deutlich konsequenter. Und da geht es ja auch um größere Summen. Ich glaube, die tun dann teilweise schon weh. Mal ganz abgesehen davon, dass wenn es rauskommt nach außen hin, dass natürlich auch das Image Schaden nimmt. Die Marke, inzwischen ist ja jeder Spieler auch irgendwie eine eigene Marke. Aber ist es überhaupt eigentlich die Aufgabe der Clubs oder sollte man nicht sagen, also in der American Football ist es eben die NFL und nicht die einzelnen Teams? Müsste da nicht vielleicht sogar die DFL oder der DFB oder wie auch immer der Verband halt oder die Bundesliga Vorschriften machen? Aber findet der Wettbewerb nicht eh schon nach DFL-Regularien statt, nach Hygienekonzepten, die vorgegeben sind von einer höheren Institution? Ich glaube, Klar, es gibt aber da sowas ein. wie Gel also Geldsätze oder sowas könnten ja auch offiziell sozusagen bestimmt werden. Da bin ich jetzt nicht tief genug drin in der juristischen Materie. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob der Verband quasi vorgeben kann, welches Verhalten mit was für einer Strafe geahndet wird, weil so wie ich das bisher erlebt habe, werden Geldstrafen ja immer individuell von Vereinen festgelegt. Ich weiß gar nicht, ob es eine rechtliche Grundlage dafür gibt, dass ein Verband sagen könnte, wir legen fest, wie viel Strafe bei Fehlverhalten X gezahlt wird. Deswegen, also dadurch, dass ich das nicht weiß, schwierige Einschätzung. Ist auch ein anderes System natürlich bei uns im Vergleich zu Amerika, wo du halt einfach private Franchises hast und so weiter. Owner und so weiter ist natürlich auch nochmal
was anderes. Ja, deutlich spannender ist ja eigentlich aktuell in der Bundesliga wie so oft der Abstiegskampf. Schon jetzt geht es da ja heiß her. Meine Augsburger sind ja gerade auch so, schrammen gerade noch so dran vorbei, aber sind ja noch lange nicht raus. Nee. Bist du so, Markus Weinzierl Fangirl, wie ich Fanboy bin? Nee, nicht so. Nee? Nee. Das war. Weil wenn man noch die Jahre davor kennt, dann finde ich, fällt es schwer, ihm jetzt so zu 100% zu vertrauen. Die Jahre, wo er woanders war? Nee, auch in Augsburg. Ich meine, da war er zwar großteils erfolgreich, aber... Das war der beste FCA-Trainer aller Zeiten. Ja. Doch. Ich finde, er ist schon auch von seiner Type her einfach sehr... ja, lauter, sehr von sich selbst eingenommen. Also, ja, ich kenne auch viele, die ihn nicht mögen. Also, gut, das kann ich auch verstehen. Also, alle Vereine, wo er nach Augsburg war, kann ich das verstehen, weil das war meistens ziemlich bescheidene Arbeit. Aber er war doch, also, ich würde schon sagen, dass die erfolgreichste Phase der Augsburger Vereinsgeschichte gleichbedeutend ist mit seiner Zeit. Ja, ja, also schon. Nach Europa aber hat deswegen ja keine kam er ja dann wieder und dann schlussendlich war es jetzt aber auch nicht so wow, was er seitdem geleistet hat. Ja, aber ist er schon ein Jahr da? Er ist jetzt ein knappes Jahr, glaube ich. Ja? Ja, ja, ja. Ein bisschen Zeit geben noch. Also ich finde auch, also... Also in dem Moment, wo er Augsburg in der Liga hält, ist für mich eigentlich die Pflicht schon getan. Sowieso, aber man muss ihm auch zugute halten, aus Scheiße kannst du nicht Gold machen. Also wenn er einfach nichts, gerade der letzte Transfersommer war ja echt schwach, wenn du nichts an die Seite gestellt bekommst, dann immer nur mit Finn Bogason und irgendwie Flori Niederlechner. Und dann hatten wir viele gute Leute, die weggegangen sind, wie ein Richter beispielsweise, von dem her... Finde ich, dafür ist es eh okay. Ja, dafür ist es okay, wobei ich finde, das also kam jetzt nicht im Sommer sowohl Anne Meyer als auch Niklas Dorsch. Mhm. Das finde ich, ist für die Mittelfeld 8, also wenn man die eine gute Verpflichtung. Ja, Sturm ist so ein bisschen. Ist halt bei uns schon ewig so die Baustelle. Sekiri macht es nicht so schlecht, finde ich, jetzt bisher dieses Jahr. Ja. Also, ja, Niederlechner kommt jetzt auch langsam wieder rein. Ruben Vargas ist kein schlechter Spieler. Also nee, nee, auf keinen Fall. Ich finde auf jeden Fall, wenn die fit sind, kann der FCA schon eine robuste, konkurrenzfähige erste Mannschaft auf den Platz bringen, erste Elf. Also. Ja, und es gibt natürlich noch andere Clubs. Fürth ist im Grunde schon abgestiegen, muss man sagen. Ja. Bielefeld tut sich schwer, Stuttgart ist unten reingerutscht. Ich habe oft das Gefühl, dass es inzwischen so eine Zwei-Klassengesellschaft in der Bundesliga gibt, zwischen den Teams, die... Echt eher nach oben, da geht es dann schon um internationale Plätze, Union, Freiburg, Dortmund, name it, Leipzig. Ja. Und dann hat man echt so, finde ich, ein krasses Loch und dann kommt schon echt wieder so, zumindest diese Saison gefühlt, viele Clubs, wo es echt jetzt um den Abstieg geht und dieses gesunde Mittelfeld schrumpft irgendwie. Ja, es ist so ein bisschen entweder oder, entweder du spielst mit um Europa oder du steckst im Abstiegskampf. So. Ja. Das wird schon dünn dazwischen so. Es ist Tendenz bei mir ist so in der Beobachtung, dass wir meistens immer irgendwann so einen Pool haben von 3 bis 5 Mannschaften, der da unten kratzt und beißt ums Überleben und der Rest ist so ein bisschen davon weg. Also dass sich immer rauskristallisiert, dass es so 3 bis 4 Teams gibt vielleicht meistens, die so deutlich schlechter sind als alle anderen, dass die einfach sehr, sehr weit zurück sind. Das wird so dieses Jahr, glaube ich, früher oder später wird sich das auch da abzeichnen, da ab Spieltag 20 aufwärts vielleicht, dass du so guckst und denkst, okay, wir haben hier einen Pool von 4 bis 5 Teams und die machen das unter sich aus letztendlich. Fürth dürfte schon weg sein, da werden dann am Ende wahrscheinlich, also Bielefeld, Bochum, Augsburg, das wären die ich sagen würde, die werden bis zum Ende in irgendeiner Form auf jeden Fall da mit drin stecken. Mal gucken, ob Stuttgart sich stabilisiert kriegt, wenn die Verletzungsmisere mal im Idealfall so ein bisschen endet. Aber das sind so die Teams, die, glaube ich, wo ich jetzt sagen würde, am ehesten bis zum Ende da mit drin hängen. Ja, würde ich schon mitgehen. Also gerade bei Stuttgart gab es jetzt auch wieder, glaube ich, viele Verletzungen. Haben die ja auch schon länger durch, also letzte Saison ja auch schon. Ja. An sich ist es aber qualitativ kein schlechtes Team, deswegen... Nee, auf keinen Fall. Also bei Stuttgart glaube ich auch am ehesten, wenn da Leute zurückkommen. Also Silas ist ja jetzt kurz vor Comeback, dann müsste irgendwann nochmal Kalajdzic zurück sein. Mhm. Und allein damit hast du halt dann schon nochmal so einen Qualitätsboost. Mhm. Also der VfB müsste sich im Idealfall normalerweise bei der Qualität in der Mannschaft wieder stabilisiert kriegen, sobald da wichtige Leute zurückkommen. Ja, ja. Ja, auch Frankfurt war ja jetzt auch echt sehr am Schwanken. Ja. Und echt, also ich muss sagen, jetzt nicht Abstieg hatte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt im Kopf, aber ich war schon echt ein bisschen schockiert, wie schlecht sie tatsächlich sind und wie wenig das alles zusammenpasst. Es scheint ja jetzt so, okay, man kann jetzt von einem Spieltag nicht so viel sagen, aber immerhin haben sie jetzt mal wieder einen wichtigen Sieg eingefahren. Zum ersten Mal auch 2-mal in Folge gewonnen jetzt, aber auch wieder auf die Art und Weise. Also gegen Freiburg jetzt,
eine gute erste Halbzeit gehabt, so roundabout. In der zweiten war es dann einfach auch, also gute Abwehrarbeit, aber auch nicht viel mehr. Fürth geschlagen, muss man ja sagen, sehr, sehr glücklich mit dem Siegtreffer in der Nachspielzeit. Also bei Frankfurt hat sich das Ergebnis technisch ein bisschen berafft, aber ist immer noch spielerisch weit davon entfernt, gut zu sein. Und auch viele späte Tore, die viel gerettet haben. Mhm. Jetzt gegen Antwerpen wieder den Ausgleich ganz, ganz spät gemacht durch Paciencia. Haben auch schon andere Spieler in der Europa League spät getroffen und damit noch Ergebnisse gebogen oder gerettet. In der Liga auch gegen Fürth. Also Frankfurt ist auf jeden Fall noch sehr viel Baustelle. Das auf jeden Fall. Total. Und das ist immer noch eine Kostic-Abhängigkeit auf einem ungesunden Level. Und da ist nach wie vor sehr, sehr viel Arbeit, ja. Wie siehst du die Personalie Glasner? Wurde ja jetzt echt, also gerade auf Twitter, finde ich, hat man viel gelesen aus den Frankfurter Kreisen, sehr zerstritten. Die einen sagen, werden wir den schnell wieder los? Die anderen sagen, können wir jetzt bitte diese Trainerdiskussion nicht schon wieder öffnen? Ich meine, du bist ja mit Nico jetzt auch, tauscht dich viel aus. Ich weiß gar nicht, wie er das sieht, aber... wir sind ja Außenstehende im Grunde, wir können das ein bisschen objektiver bewerten. Also ich halte Glasner für einen sehr kompetenten Trainer, der selber quasi vorgewarnt hat und von sich gesagt hat, er startet immer schlechter als seine Vorgänger, aber schließt am Ende besser ab. Mhm. Und es hat sich bisher, glaube ich, immer bewahrheitet bei seinen Stationen. Hat Wolfsburg ein Jahr lang übernommen und stabil gehalten, würde ich sagen, nach Labbadia. Und dann im zweiten Jahr in die Champions League geführt mit einer klar erkennbaren spielerischen Entwicklung. Ja. Eine defensiv super organisierte Mannschaft, die aber auch in der Lage war, nach vorne Torgefahr zu entfalten. Also ich finde, der Track Record von Glasner ist gut genug, um jetzt noch nicht in Panik zu verfallen. Ich glaube tatsächlich einfach, dass das System Frankfurt unter Adi Hütter mit Philipp Kostic so eingeschliffen gewesen ist auf einen bestimmten Spielstil, dass diese Automatismen aufzubrechen einfach noch Zeit braucht. Also ich würde sagen, wenn da nicht irgendwie akute Abstiegsnot entsteht, dann würde ich diese Saison auf jeden Fall geben und danach kann man weiter schauen, aber jetzt frühzeitig über den Trainer reden, völlig Quatsch. Das Einzige, was ich echt immer noch finde, ist einfach so dieses Gefühl so zwischen den Fans und dem Club an sich und ihm ist es noch nicht so, dass man jetzt das Gefühl hat, es ist eine große Liebe. Also klar, die Ergebnisse bleiben auch aus, aber Frankfurt ist ja schon, finde ich, immer so ein sehr emotionales Team und auch die Fangemeinde ist sehr emotional und da sehe ich noch nicht so den Match irgendwie. Also man liebt ja Leute dann in dem Moment, wo sie für einen erfolgreich sind. Das ist ja bisher noch nicht so richtig passiert. Deswegen glaube ich, die Liebe kann auch entstehen, wenn der Rest der Saison gut verläuft, Europa League vielleicht weiterkommen und da dann nochmal eine gute Zeit haben, dann wird sich das, glaube ich, irgendwie schon einrenken. Also ich glaube, und ich finde Glasner auch tatsächlich als Persönlichkeit eigentlich ganz okay. Also im Sinne von, ich habe ihn auch, also mein erster Eindruck war so, boah, wirkt ein bisschen dröge und altbacken, so der klassische Gymnasiallehrer, so ein bisschen vom Vibe. Und, aber wenn ich dann PKs von ihm gesehen habe, finde ich eigentlich, dass er eine ganz, durchaus nicht vereinnahmende, aber eine Persönlichkeit hat, die auf jeden Fall ein bisschen vielfältiger und mehrdimensionaler ist, als ich ihm zugetraut hätte. Mhm. Also. Ja. Okay. Eigentlich haben wir dann schon ziemlich viel abgedeckt, finde ich. Wir haben über Premier League gesprochen, Impfpflicht, Katar, über Abstieg, Kandidaten. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Was begeistert dich denn aktuell am meisten im Fußball? Gibt es irgendwie ein Team? Gibt es ein, also ich weiß, du bist Lautern-Fan, aber ich weiß nicht, ob sie dich gerade so begeistern. Doch, schon. Ja? Also wir sind jetzt oben dran, zum ersten Mal seit Ewigkeiten, dass ich das Gefühl habe, okay, die Mannschaft könnte echt um den Aufstieg mitspielen. Mhm. Haben in einer schwierigen Phase an Marco Antwerpen festgehalten, was auch nicht selbstverständlich war. Das haben wir schon mal anders gelöst in den vergangenen Jahren. Und ich mag den Trainer super gerne und deswegen bin ich froh, dass er auch gehalten wurde und geblieben ist. Und also ich bin nicht, also Begeisterung ist ein bisschen viel, aber ich bin aktuell so zufrieden, wie man mit dem FCK eigentlich sein kann. Also. Ja, eben. Die letzten Jahre waren ja nicht so einfach und man ist leidensfähig, oder? Also ich glaube, das teilen wir. Also beim Augsburg-Fan wird man jetzt auch nicht unbedingt... wenn man Bock hat, irgendwie... Ist kein Verwöhnprogramm. Also, nee. Das ist man auf jeden Fall. Ansonsten begeistert mich sonst irgendjemand gerade aktuell. Oder ein Spieler, genau. Jetzt haben sie gerade ein bisschen ins Stolpern gekommen. Nicht Stolpern ist zu viel gesagt, aber Neapel eigentlich. Mhm. Die Spalletti geholt haben und dann einen Bombenstart hingelegt haben. Mit Milan zusammen auch. Generell würde ich fast so sagen, so ein bisschen die Wiederauferstehung des Titelkampfes in der Serie A. Das war ja auch lange Jahre Monokultur. Ja. Und jetzt ist Juve wirklich am Kriseln, oberes Mittelmaß. Und das eröffnet halt einfach Spannung. Also der Titelkampf in der Serie A ist beneidenswert offen. Und das, glaube ich, begeistert mich aktuell auf jeden Fall.
Ja, da gehe ich auch mit. Also ich habe ganz lang, eigentlich seit One Football habe ich keine Serie A mehr geguckt und nicht mehr verfolgt und war jetzt aber kürzlich in Rom und habe mir mal wieder Roma gegen Napoli angeguckt. Und kurz danach kam, glaube ich, Juve gegen Inter am gleichen Spieltag. Ja. Und muss sagen, dass ich da wieder richtig Bock gekriegt habe. La Liga ist ja auch mit Barcelona, die jetzt irgendwie nicht mehr wirklich existent sind. Also eigentlich europäischer Fußball ist wieder irgendwie spannender, muss man sagen. Jetzt vielleicht nicht die Ligue 1 und nicht die Bundesliga, aber... Ja, mit Ausnahme von Frankreich und Deutschland kann man das wahrscheinlich sagen. Das ist, glaube ich, eine schöne Erkenntnis auf jeden Fall. Ja, cool. Dann sage ich vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Mir auch. Ja. Genau, und schaut euch gerne mal an, was Niklas so treibt. Ist cool. Also Twitch muss ich auch mal reinschauen. Ja. Da machst du aber viel FIFA-Sachen. Es ist eigentlich fast nur FIFA und ich bin auch unter anderem laut und vulgär, wenn es mal nicht so gut läuft. Also das muss man wissen, bevor man einschaltet, glaube ich. Ja, so bist du ja allgemein. genau, und dann freue ich mich, wenn wir uns wieder im nächsten Video sehen und sage, habt einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis dann.